Jawohl. Es gibt Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner. Und jeder weiß, dass es Feuerwehrfahrzeuge gibt. Es gibt Feuerwehrgerätehäuser und es gibt Feuerwehrschläuche. Was in Gottes Namen ist denn nun aber bitte eine Feuerwehr-Mettwurst? Nun, die Handelskette Edeka Nord und der Landesfeuerwehrverband hatten da vor 3 Jahren eine Idee. Eigens für die Jugendfeuerwehren des Landes wurde eine Feuerwehr-Mettwurst produziert. In einer nie dagewesenen Kampagne werden seither jedes Jahr mit Beginn des Monats Oktober die 300 Gramm schweren Würste über alle Edeka-Märkte des Landes verkauft. Also wir beginnen jetzt das dritte Jahr, wir haben 3 Jahre hinter uns, Entschuldigung, und sind sehr froh eigentlich über das, was wir in den ersten 3 Jahren mit dieser Initiative erreicht haben. Wir haben vor 3 Jahren begonnen und haben seit dieser Zeit ein Spendenaufkommen von rummelig 150.000 Euro für die beteiligten Landesfeuerwehrverbände gemeinsam hier erwirtschaften können. Und das Ganze soll zugute kommen, im Wesentlichen ja der Förderung der Jugendarbeit, der Nachwuchsarbeit der Feuerwehrverbände. Ja, sehr geehrter Herr Steinmetz, Herr Weber, sehr geehrte Familie Till, aber auch liebe Kameradinnen und Kameraden oder Jungs und Mädchen der Jugendfeuerwehr oder auch der Bürgerinnen und Bürger, die hier vorbeikommen. Wir sind erstmal sehr dankbar, dass wir hier an diesem zentralen Ort in Nordhoff sein dürfen. Wir sind sehr dankbar, dass wir nicht nur heute für eine wohlschmeckende Feuerwehrmettwurst werben dürfen, sondern wir sind auch dankbar dafür, dass wir eine gewisse Öffentlichkeit erzeugen. Denn wir wollen nicht nur eine Feuerwehrmettwurst essen, sondern wir wollen auch über Feuerwehr sprechen. Wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und ihnen sagen und zeigen, dass wir sie brauchen als Mitglied der Feuerwehr, ob in der Jugendfeuerwehr oder in der Einsatzabteilung. Ein Wort noch dazu, warum passt Edeka und auch Feuerwehr so gut zusammen? Herr Steinmetz hat schon angedeutet. Edeka steht für Qualität, Feuerwehr steht für Qualität, Edeka steht für ja, in der Fläche vorhanden. Feuerwehr steht auch dafür, dass sie in der Fläche überall in Schleswig-Holstein vorhanden ist. Und ich denke, das ist eine ganz gute und wichtige Voraussetzung für unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Ich danke Ihnen, Herr Steinmetz, vertreten für alle, die in den Edeka-Läden dort mit den Kunden die Feuerwehrmettwurst verkaufen und auch über Feuerwehr sprechen. Und ich bin sicher, dass auch Vertreter der Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr in den Märkten in Schleswig-Holstein ja, für Feuerwehr werben und auch für Mettwurst. Dann haben wir beide und alle was davon. Vielen Dank. Da müssen wir jetzt zum Anschneiden kommen. Der Anschnitt, der jetzt erfolgt, das mit dem führe ich stellvertretend durch. Normalerweise in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren schon hat das immer auf der Auftaktveranstaltung Herr Schlie für uns gemacht, der heute gerne bei uns gewesen wäre und diesen Schnitt hier gleich durchgeführt hätte. Das muss ich nun an seiner Stelle tun. Ich setze jetzt einmal in der Mitte an und schneide. Gucken Sie das mal an. Ich habe seit heute Morgen nichts gegessen. Das war sehr klug. 2,99 Euro kostet so eine Feuerwehrmettwurst. 1 Euro des Verkaufserlöses fließt dabei in eine Sonderkasse des Landesfeuerwehrverbandes. Geld, das anschließend den Jugendfeuerwehren des Landes wieder zugutekommt. Eine gute Idee für eine gute Sache, denn Feuerwehrnachwuchs ist in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein wichtiger denn je. Ausbildung und Förderung, Bekleidung und gemeinsame Maßnahmen werden immer teurer. So kann eine Mettwurst helfen, den Feuerwehrnachwuchs des Landes nicht nur zu erhalten, sondern auch noch auszubauen. Ja, nun muss sie nur noch fleißig gekauft werden, die Feuerwehrmettwurst.